drei Wochen wurde es langsam Zeit. Ja. Ei, du strahlst ja heute. Weiß ich etwas nicht? Vielleicht. Erzähl schon. Ja, warte, lass mich noch kurz die Nachrichten checken. Schon wieder ein neues Smartphone. Ja. Hast du wieder Prozente bekommen im Geschäft? Mhm. Kannst du nicht einmal deinen Chef fragen, ob es für die Freundinnen der Angestellten auch Rabatt gibt? Du kennst den Chef nicht. Aha. Also sagst du mir jetzt, was los ist? Okay. Also, vor zwei Wochen war in meiner Arbeit ein Mitarbeiteressen, wo jeder seinen Partner mitbringen durfte. Und die Sarah, meine Kollegin, hat keinen Freund, genau wie ich, aber sie hat dafür ihren Bruder mitgenommen. Gute Idee. Und ich bin mit ihrem Bruder voll schnell ins Gespräch gekommen. Und er heißt Heinz. Und er sieht so gut aus. Und er hat mich gefragt, wie ich heiße. Und ich bin es ja gewohnt, dass man mich fragt, wie ich heiße, weil Shulamit ein sehr seltener Name ist. Ja. Aber er wollte wissen, was der Name bedeutet. Er bedeutet etwas mit Frieden, oder? Ja, man kann es übersetzen mit die, die in der Liebe Frieden gefunden hat. Und dann habe ich ihm erzählt von meiner Mutter, die aus Israel kommt. Und so waren wir urschnell in einem so guten Gespräch. Ah, und jetzt? Und seitdem sind wir ständig in Kontakt und gestern waren wir sogar Eis essen. Oh la la, bist du etwa verliebt? Ich glaube schon. Ah, wie schön. Und wann seht ihr euch wieder? Am Sonntag. Ah. Schau, es ist schon 12. Oh. Möchtest du mit mir den Engel des Herrn beten? Betest du das jeden Tag? Ja, wenn es irgendwie geht schon. Ich glaube, ich kann es nicht mal auswendig. Warte kurz, ich zeig's dir. Hier hast du die Antworten. Danke. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Und sie empfing vom Heiligen Geist. Anderer erschaffen ist. Jeder Mensch nimmt einen Platz auf der Erde ein, den kein anderer einnehmen kann. Er hat einen genauen Plan der Liebe. O Mensch, sag ja, gib dein Fiat dazu. Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, denn du hast die Gnade Gottes gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Den sollst du den Namen Jesus geben. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Für Gott ist nichts unmöglich. Fiat. Thank you.
Ich bin die schenkende Liebe und wohne im Herzen Mariens. Ich bin die Liebe. Maria erfüllt unser Herz mit einer Liebe, die weise und schenkend ist. Bis bald. War schön. Du hast doch morgen Prüfung in Dogmatik. Dogmatik. Ja, morgen. Ist ziemlich viel Stoff, aber ich habe auch viel gelernt. Wer würde von dir was anderes erwarten? Also, wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Shulamit? Hallo Shulamit, hier ist Lena. Meine Prüfung? Ja, die ist gut gegangen, danke. Und wie steht's bei dir mit Heinz? Ah, andere Einstellung. Er mag die Kirche überhaupt nicht? Nein, das finde ich nicht so gut. Ja, du weißt ja, was ich davon halte. Was? Du willst abnehmen? Und er hat nichts dagegen? Okay. Ich? Ich bin gerade auf dem Weg zur Vesper zu den Mönchen. Ja, genau. Ja, am Sonntag gehe ich da öfters mal hin. Jetzt muss ich dich aber lassen, sonst komme ich zu spät. Mach's gut. Tschüss.
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Macht hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Das Magnificat Mariens lässt uns in ihr Herz schauen. Oh, dieses Lied lässt uns in ihr Herz schauen. Sie sang es damals, als sie zu Elisabeth ging. Jeder Tag, jede Stunde, jeder Augenblick ihres Lebens war ein Magnificat, ein Loblied für ihn. Elisabeth, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind in meinem Schoß. Gesegnet bist du, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Mich erfüllt der Geist des Herrn. Oh, wie habe ich Gott gern. Weil du Israel, Herr, liebst. Großes hat an mir getan. Seine Macht ich anerkenne. Und zugleich ihn heilig nenne. Magnificat, 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 Halleluja. Weil du Israel, Herr, liebst. Aus der Welt mich ihm gibt. Sieh, ich mache Freudensprünge. Meines Herzens Lieder klinge. Groß und schön bist du, mein Gott. Starke Retter aus der Not. Alles nur damit begann, dass du Großes hast getan. Magnificat, 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 Halleluja. Selig bist du,
weil du geglaubt hast, was der Herr ihr gesagt hat. Das Wort von Gott als Geschenk bekommen. Maria, hast du dir zu Herzen genommen? Nein, es geschehe zu ihm aufsteigt, der ihr voll Güte ist zugeneigt. Hier bin ich für dich und deinen Plan. Außer dir ich keinen gehören kann. So sagst du mit deinem ganzen Wesen, an dir alle Völker im Glauben ablesen. Ich bin die Liebe, die Frieden bringt und wohne im Herzen Mariens. Ich bin die Liebe, die Frieden bringt und wohne im Herzen Mariens. Maria erfüllt unser Herz mit einer Liebe, die uns selbst und den anderen den wahren Frieden zu bringen vermag. Ja, das Magnificat ist mir bei der Vesper das Liebste. Gott loben für alles, was er uns getan hat. An seine Liebe denken, auch wenn uns gerade nicht danach ist. Ja, gerade dann. Beruhige dich. Er ist ein Dreckskerl. Was ist denn passiert? Setz dich mal hin. Wieso ist das ausgerechnet mir passiert? Was ist passiert? Er wollte mich gar nicht so, wie ich wirklich bin. Er wollte mich nur benutzen. Wie ein Spielzeug, das man vergessen in die Ecke wirft. Er wollte einfach eine Freundin auf Zeit.
mal, wenigstens bist du gleich von Anfang an draufgekommen. Du hast recht. Weißt du was? Da muss ich an die World of the Day App denken. Da war ein Gedanke zum gestrigen Fest. Was war gestern für ein Fest? Gestern war die Aufopferung Jesu im Tempel. Das mit den Tauben? Ja, genau. Und die hatten einen sehr schönen Gedanken. Und zwar stand da drin, Gott könne aus jedem Minus ein Plus machen. Und weißt du, wenn du aus einem Minus ein Plus machst, dann entsteht ein Kreuz. Aus dem Kreuz ward uns alle Erlösung und Liebe. Blick auf das Kreuz und denk immer daran, Gott kann aus jedem Minus ein riesiges Plus machen. Als Maria Jesus im Tempel aufgeopfert hat, hat Simeon ihr prophezeit, dass ein Schwert ihr Herz durchbohren würde. Und ab diesem Tag war ihr Leben vom Schwert des Leidens gekennzeichnet. Alles, was Jesus traf, traf auch sie. Und ihr Schmerz war der Schmerz einer Mutter. Ich weiß, wie weh dir das jetzt tut, aber nutz die Gelegenheit. Gib Gott dieses Leid hin und du wirst sehen, auch in deinem Leben wird er aus dem Minus ein Plus machen. Opfer. Was bedeutet das? Warum muss ich durch jedes Leben so etwas wie ein Schwert ziehen? Maria zeigt uns, wie eine vermeintliche Niederlage zu einem Sieg wird. Meine Augen haben das Heil gesehen. Dieser ist dazu bestimmt, dass viele durch ihn zu Fall kommen und wieder aufgerichtet werden. Ich bin die Liebe, die das Opfer aushält und wohne im Herzen Mariens. Moi, l'amour qui supporte le sacrifice. Je suis l'amour et je partage la résistance du monde et des hommes. Ah, Jésus, ces souffrances
c'est ses humiliations sont miennes. Même si cela ne se voit pas de l'extérieur, intérieurement, je suis unie à lui. Je me tiens sous la croix. À ce moment-là, ma foi en Jésus se révèle. Lorsque je trouve quelque chose de difficile, je me connecte à la souffrance du Christ. Je l'accepte et je la reçois. Tout comme lorsque j'ai dit oui à Dieu pour la première fois. Je m'abandonne, j'accepte et je Sie ist die Liebe, die das Opfer erträgt. Sie trägt das Leid der Menschen zu Jesus, denn sie ist mit ihm immer verbunden. Sie wohnt unter dem Kreuz, unter seinem Kreuz. Das ist der Ort, wo ihr Glaube zu strahlen beginnt. Das ist der Ort, wo das Leid der Welt mit Jesu Leid verbunden wird. Das ist der Ort, wo sie sich hingibt, wo sie Ja sagt, wo sie beschenkt wird. Maria erfüllt unser Herz mit einer Liebe, die das Opfer nicht flieht, sondern das tägliche Leben davon durchdringen lässt. Ich würde auch gern diese Word of the Day App haben. Ich kann dir den Link schicken, wenn du willst. Die hat mir wirklich geholfen. Übrigens, kommst du nächste Woche zum Vortrag ins Café Kaspar? Macht das nichts, wenn ich gar keine Studentin bin? Man wird dich garantiert rausschmeißen. Nein! Freundinnen sind immer willkommen. Was ist das Thema? Eine Physikstudentin spricht über den Rosenkranz. Den Rosenkranz? Ja, hör es dir doch einfach einmal an. Okay. Gut, also bis dann. Bis dann. Dass diese Perlenschnur so eine Kraft hat, kaum zu glauben. Das Rosenkranzgebet hat schon öfters in die Weltgeschichte eingegriffen. Zum Beispiel wurden in der Seeschlacht von Lepanto durch das Rosenkranzgebet die Türken besiegt. Ich muss sagen, der Vortrag gestern über den Rosenkranz, der war echt gut. Die Mutter Gottes hat in Lourdes und Fatima uns Menschen das Rosenkranzgebet ans Herz gelegt. Aber was denkt man eigentlich, wenn man Rosenkranz betet? Im Vortrag gestern hat es geheißen, dass das Rosenkranzgebet bei den Mönchen entstanden ist. Die frühen Mönche wollten, dass sich das Leben Jesu ganz in ihr Innerstes und ihr Tiefstes, in ihr Herz und in ihr Gemüt einwurzelt und einprägt. Und sie haben den Rosenkranz betrachtet, so wie man ein Bild anschaut oder so. Das finde ich spannend. Und ihr Leben hat sich dadurch verändert. Mein Leben soll sich auch verändern. Mein Herz soll sich verändern. Maria, ich glaube, die ganze Sache mit Heinz, mein Herz war einfach noch nicht reif für die Liebe.
Gib dich Gott hin an meine Hand und dein Herz wird reifen. Maria? Bist du das? Du? Ja. Du sprichst mit mir? Ja. Was muss ich tun, dass sich mein Herz ändert? Geh den schmalen, steilen Weg, den Weg, der zum Herzen meines Sohnes führt. Was bedeutet das? Das Gebet ist der Tugend, der Verbundenheit mit Christus. Ja, ja, Maria. Hilf mir, den Rosenkranz so zu beten, dass sich mein Leben verändert. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Bete, dann nimm die Perle des Rosenkranzes und ich führe dich hin zur Perle in dir. Eine Perle in mir? Mein Kind, schau, wie schön ist dein Herz. Mein Kind, schau, mein Kind, schau, wie schön ist dein Herz. Mein Kind, schau, wie schön ist dein Herz.
wo Christus Wort spricht und dich liebt. Hier in deine Perle kannst du das Wort empfangen. Hier in deine Perle kannst du das Wort bewahren. Hier in deine Perle bist du vom Wort empfangen. Das ist der Querteufel. Jener, der dir eine falsche Scham einflüstert über deine Fehler. Eine falsche Abhängigkeit vom Urteil der anderen. Jener, der Verwirrung schafft in deinem Herzen, der dich gefangen hält in Vermutungen, in Vergleichen mit anderen, in deine Gefühlen. Er nimmt dir deine innere Ruhe und quält dein Denken. Maria, wer sind die drei Wächter? Das sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die schützen deine Perle. Beschützt die Perle, Kind von allem Bösen. Beschützt die Perle, Kind, denn die ist heilig. Thank you.
Was ist das Herz? Der Muskel, der Blut pumpt? Das Herz, Ort der Gefühle? Das Herz, Ort, wo Familie, Freunde, die Arbeit oder Hobbys wohnen? Es gibt einen tieferen Ort, wo all das nicht hineinkommt. Das Herz, die innerste Mitte der Person. Das Herz, Ort der Entscheidung. Das Herz, Ursprung der Gedanken. Allein ergründbar durch den Geist Gottes. Das Herz ist der Ort, wo die Begegnung mit Gott stattfindet. Ein Jahr später. Hallo Lena. Alles okay? Ah nein, ich habe verschlafen. Die Batterien von meinem Wecker haben sich heute verabschiedet. Aber ich muss sagen, seit ein paar Monaten ist es so, dass ich, sobald der Wecker läutet, sofort aufstehe. Und ich merke, das ändert so viel an meinem Tag. Ja, kleine Taten der Tugend helfen echt, ja. Mhm. Und wie läuft's im Studium? Sehr schön. Ja, passt. Gut, bis dann. Tschüss. Was ist denn heute los? Oh. Hallo, Sarah. Du möchtest dich bei mir bedanken? Wofür denn? Ah, dass ich für dich eingesprungen bin beim Kunden. Ja, das habe ich gern gemacht, kein Problem. Ja, du hast recht, der Kunde war sehr aufgebracht. Ich? Eine gute Atmosphäre schaffen im Geschäft? Wie meinst du das? Was? Das hat der Chef über mich gesagt? Wow, das freut mich, danke. Dir geht's nicht gut. Für dich beten? Ja, ja, sicher, kann ich machen. Ja, gerne. Kein Problem, gerne. Tschüss. Der tägliche Rosenkranz tut mir gut. Und überhaupt, du hilfst mir an der Gnade mitzuarbeiten, mit allem, was ich bin und habe. Maria, ich danke dir für alles. Aber besonders danke ich dir für ihn, für Jesus. Weißt du, Maria, es ist mir gar nicht leicht gefallen, für die Sarah einzuspringen, aber dann habe ich daran gedacht, was du jetzt tun würdest. Und dann ist es mir leichter gefallen. Und ich glaube, wenn ich nicht für den Kunden eingesprungen wäre, die Situation wäre wohl eskaliert. Unser Herz mit einer Liebe, die dienen will, ohne dabei Lob, Befriedigung oder Belohnung zu erhalten und somit die anderen zu entlasten versteht. Josef. Maria. Schön, dass du kommst.
Wir haben es geschafft, Maria. Ja? Ja, aber wo ist Jesus? Ah, er ist beim Brunnen Wasser holen. Wie lange wirst du mit Jesus bei Sepphoris sein? Ich denke, es wird wohl noch 3 Tage lang dauern. Okay. Heute war die Johanna da, Frau von Jonas, und sie hat gesagt, das Haus ist so schön geworden. Sie sagte, dein Josef und dein Jesus sind hervorragende Baumeister, ein Geschenk des Himmels. Ja, wir müssen echt Gott loben, denn es war keine leichte Arbeit. Aber mit Jesus haben wir es geschafft. Du bist auch ein Geschenk des Himmels, Maria. Nach jedem Arbeitstag komme ich so gerne nach Hause. Ich bin die Liebe, die Geborgenheit schafft und wohne im Herzen Mariens. Maria erfüllt unser Herz mit einer Liebe, die Geborgenheit ausstrahlt für all jene, mit denen wir täglich zusammenleben. Hallo Lena. Happy Birthday to you. Danke, danke Lena. 23 Jahre jung. Ja, das stimmt. Und vor mehr als einem Jahr war hier der Vortrag über den Rosenkranz. Dann habe ich die Gottesmutter besser kennengelernt. Und nach dem ganzen Drama mit Heinz habe ich durch sie gelernt, welchen Weg ich wirklich einschlagen muss. Nämlich den Weg nach innen. Ja, und das hast du ja auch mit ziemlicher Entschiedenheit getan. Und seit einem Jahr versuche ich täglich den Rosenkranz zu beten. Echt? Und ich muss sagen, ja, in mein Leben ist einfach Ordnung eingekehrt. Also wenn du so weitermachst, überholst du mich ja noch mit deinem inneren Tempo. Heiligkeit ist doch unser Ziel. Nee, also ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock auf deinen Way of Perfection. Lena, ist alles okay? Passt schon, ich muss jetzt gehen. Warum auf einmal? Hat seine Gründe, musst du nicht wissen. Lena, was ist los? Diese Schulamit mit ihren Tugenden kann sich ja auch gleich heilig sprechen lassen. Liebe, Sie können
können wir erstreben. Noch viel mehr dürfen wir uns schenken lassen, in uns heilen lassen. Geht zu ihm in der heiligen Eucharistie. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Doch sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Weise Liebe und wohne im Herzen Mariens. Mächtig, heilig, gnädig, lieb.
Reifen. Das bedeutet Herzensbildung. Reifen bedeutet, sich das Herz mit Wille, Gemüt und Regungen bilden lassen. Bilden lassen von innen her. Hallo Shulamit, ich wollte mich entschuldigen, es tut mir leid. Ich habe mich vorher richtig daneben benommen. Es ist nur, ich bin so froh, dass ich dich habe. Mir wächst im Moment einfach nur alles über den Kopf. Lena machte nichts draus. Weißt du, ich hatte doch vor einigen Monaten Kloster auf Zeit gemacht. Ja, bei den Franziskanerinnen, das hast du erzählt. Ja, genau. Und mit Schwester Magdalena konnte ich auch richtig gute Gespräche führen. Das glaube ich dir. Aber du rufst doch nicht deswegen an. Ja, ich wollte dich bitten, könntest du für mich beten? Es ist im Moment gerade nicht leicht, die Frage nach meiner Zukunft. Und ich weiß einfach nicht, was Gott von mir möchte. Lena, lass dich da nicht rausbringen. Gott wird es dir schon zeigen. Ja, schon, aber... Nichts aber. Heute Abend gehen wir ins Café Kasper. Dort läuft der Film Lilies of the Field. Den schauen wir an. Ich habe gehört, das soll lustig sein. Du bist einfach gut im Ablenken und Aufpäppeln. Dafür sind Freunde da. Weißt du was? Ich komme, aber dafür bringe ich dann Marco mit. Marco? Den Marco aus Italien? Ja. Nein, Lena, bitte nimm nicht Marco mit. Da kannst du machen, was du willst. Wenn ich komme, dann bringe ich Marco mit. Na gut. Für dich halte ich diese Nervensäge auch noch aus. Gut, also dann. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Nervensäge. Was sich liebt, das neckt sich. Zwei Jahre später. In diesem Café habe ich mein Glück gefunden. Das kann man wohl sagen. Zuerst der Vortrag über den Rosenkranz, dann hat mein Leben die Kurve gekratzt und dann noch kam Marco. Gott hat einfach mein tägliches Gebet für meinen zukünftigen, so wie er ihn für mich bestimmt hat, erhört. Ich bin so glücklich, ich hätte mir keine bessere Hälfte vorstellen können als Marco. Die Nervensäge. Weißt du, ich kann es selbst noch kaum glauben, in 2 Monaten bist du schon verheiratet. Ja, die Verlobungszeit ist so schön. Aber wenn ich schon daran denke, nach Italien ziehen und die Heimat verlassen, die Freunde verlassen, die Arbeit verlassen, die Familie verlassen... Das fällt mir alles andere als leicht. Das glaube ich. Selbstverleugnung gehört zur Liebe. Thank you.
wenn das Opfer sich mit der Liebe versöhnt, bricht ein Stück Himmel in diese Erde ein. Die Stunde ist da. Fiat, Jesus, auch wenn du gehst, ich bleibe innerlich bei dir. Jesus, ich liebe dich. Dein Wort so treten ein, auch schuldlos lang soll es da friedlich sein. Als Mutter des Sohnes Gottes will ich auch tragen, treu opfernd mit ihm. So wird sich erfüllen, was will unser Vater, ich lass ihn ziehen. Ich bin mit ihm mit erlösend, aus mutig stützend in alles, was kommt. Ich glaube, hoffe und liebe ihn, Jesus, auch wenn der ganze Welt ihn vertraut. Jesus, König, Meister, was wird nun alles kommen? Dein Reich wird nun anbrechen, du wirst die Dunkelheit erhellen. Jesus, dich lieb ich von Herzen, den Weg des Vaters, den geh ich mit dir. Zum Heil der vielen und sterblichen Seelen, dein Mann, die bin ich, sag ja, ich bin hier. Ich bin die Liebe, die sich selbst verleugnet und wohne im Herzen Mariens. Was der Herr mit liebender Stimme zu mir spricht, hat tief in meinem Innern im Gewissen Gewicht. Nicht bei mir selbst bleibe ich stehen, nein, aus mir heraus will ich gehen, weil meinen Gott ich hab gefunden, deswegen ist mein Ego geschwunden. Der Glaube half mir abzusehen von meinen Vorstellungen, von meinen Wegen. Er lässt mich fragen, was will Gott, und lässt mich fröhlich vorwärts gehen. Mach ich im Glauben einen Schritt, so sehe ich, Gott selbst geht mit. Schritte im Glauben lassen mich reifen. Welch Glück! Sie tun die Ich-Sucht abstreifen. Ja, mein Gott, ich mich dir anvertraue. Mein Gott sei gelobt, deine Größe ich schaue. Ja, Maria, auch ich will mein Ja geben. Ja, Italien, ich komme! Du kannst mich doch besuchen. Ja, natürlich, mit der Freccia Mille, Schulamit.
Wieso sagst du meinen Namen so? Weil dein Name nun in Erfüllung gegangen ist. Du bist jetzt doppelt diejenige, die in der Liebe Frieden gefunden hat. Stimmt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber du wirst auch Frieden finden. Ja, ich vertraue. Schritt für Schritt wird Gott mir seinen Weg für mein Leben zeigen. Du, lass ihre Hand nie los. Wessen Hand? Ja, ihre, Mariens. Niemals. Du aber auch nicht. Niemals.